Jesus von Nazareth war ein jüdischer Wanderprediger. Etwa ab dem Jahr 28 trat er öffentlich in Galiläa und Judäa auf. 2 bis 3 Jahre später wurde er auf Befehl von Pontius Pilatus von römischen Soldaten gekreuzigt. Das Neue Testament ist als Glaubensdokument der Urchristen zugleich die wichtigste Quelle der historischen Jesusforschung. Danach hat Jesus Nachfolger berufen, den Juden seiner Zeit das nahe Reich Gottes verkündet und sein Volk daher zur Umkehr aufgerufen. Seine Anhänger bezeichneten ihn nach seinem Tod als Jesus Christus, den Messias und Sohn Gottes. Daraus entstand eine neue Weltreligion, das Christentum. Auch außerhalb des Christentums erlangte Jesus große Bedeutung. Wir wollen im Folgenden die Rolle Jesu in den verschiedenen Religionen beschreiben und einige Menschen werden von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Liebe des großen Heiligen erzählen. Jesus glaubte wie alle Juden an den einen Gott. Er ist nach jüdischem Glauben der Schöpfer der Welt. Er hat mit dem jüdischen Volk einen Bund geschlossen und ihm die 10 Gebote gegeben. Jesus war Jude. Er hat die jüdischen Feste gefeiert und in den Synagogen gepredigt. Die ersten Christen waren Juden. Mit dem Alten Testament, der hebräischen Bibel, teilen Christen und Juden ein gemeinsames schriftliches Fundament. Die Texte sind für beide Religionen Quelle des Glaubens, der Hoffnung und der Begegnung mit Gott. Das Judentum sieht Jesus von Nazareth aber nicht als Sohn Gottes an, da ein Mensch nach jüdischer Auffassung nicht göttlich sein kann. Es sieht in ihm auch nicht den Messias, da er nicht die endgültige Verwandlung der Welt gebracht habe, die die Juden nach biblischer Prophetie vom Messias erwarten. Jesus wird von den Juden als Weise, als Prophet oder auch als mutige Persönlichkeit betrachtet, die sich gegen die Tyrannei Roms aufgelehnt hat. Das Christentum entstand, weil Jesus den Menschen seiner Zeit von einem liebenden Gott erzählte. Manche Juden glaubten Jesus, andere nicht. So entstand allmählich aus dem Judentum eine neue Religion, das Christentum. Heute ist das Christentum die Religion mit den meisten Gläubigen. Die Christen glauben, dass Gott die Welt und die Menschen liebt und dass Gott sich ihnen als Mensch Jesus gezeigt hat. Im Christentum bedeutet die Dreifaltigkeit die Wesenseinheit Gottes in 3 Personen. Diese werden Gott der Vater, Jesus Christus, der Sohn Gottes und Heiliger Geist genannt. Derzeit gibt es weltweit knapp 2,3 Milliarden Christen. Die römisch-katholische Kirche bildet mit etwa 1,2 Milliarden Angehörigen die mit Abstand größte christliche Konfession. Danach folgen die orthodoxe, die protestantische und die anglikanische Kirche.
Der Petersdom ist die größte der Papstbasiliken in Rom und das Zentrum des Vatikans. In der römisch-katholischen Kirche ist der Papst der Nachfolger Petri und damit das Oberhaupt der Kirche und der Bischof von Rom. Jeden Mittwoch findet auf dem Petersplatz im Vatikan die öffentliche Papstaudienz statt. Für den Islam und für das Christentum hat Jesus unterschiedliche Bedeutungen. Den Christen gilt er als Gottes Sohn und damit als Ursprung ihres Glaubens. Für die Muslime gehört er zu den wichtigsten Propheten des Korans, da er das Kommen Mohammeds angekündigt habe. Im Unterschied zum Judentum und Christentum wird im Koran zwischen dem Wirken eines einfachen Propheten und dem eines Gesandten Gottes unterschieden. Der Prophet Mohammed und Jesus kamen nicht, um die Grundlehre der früheren Propheten, den Glauben an einen Gott, zu ändern, sondern um diese Grundlehre zu kräftigen und zu erneuern. Jesus wird als Gesandter Gottes bezeichnet, da er zusätzlich zu seinem prophetischen Wirken von Gott Offenbarungen erhalten hat, die zu dem Text des Evangeliums und somit zu einer im Islam anerkannten Weltreligion geführt haben. Die Geburtskirche ist die Kirche in Bethlehem, die über der vermuteten Geburtsstelle Jesu Christi errichtet wurde. Diese Kirche gehört zu den wenigen Beispielen vollkommen erhaltener Bauten aus frühchristlicher Zeit. Unter dem Geburtsaltar befindet sich ein 14-strahliger Silberstern, der die Geburtsstelle Jesu markiert. Dieser Ort wurde bereits im 2. Jahrhundert als Geburtsstätte verehrt und stellt heute für viele Christen, insbesondere Katholiken, einen der wichtigsten Wallfahrtsorte weltweit dar. Zu diesem besonderen Platz kommen regelmäßig viele Besucher aus allen Teilen der Welt. Thank you.
Jerusalem wird von Christen, Juden und Muslimen als heilige Stadt angesehen. Poetische und religiöse Titel wie der biblische Name Zion oder heilige Stadt bezeichnen Jerusalem als Wohnsitz des einen, einzigen Gottes, den Juden und Christen verehren. Die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg der Jerusalemer Altstadt ist die drittwichtigste Pilgerstätte des Islams. Hier ist der Ort, an dem nach dem Matthäus, Markus und dem Lukasevangelium Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, ehe er von Judas Iskariot verraten und von Abgesandten des Hohepriesters verhaftet wurde. Neben dem Garten Gethsemane steht die Kirche aller Nationen. Sie verdankt ihren Namen der Tatsache, dass Spenden aus allen Nationen ihren Bau ermöglichten. Das Gebäude soll auch an den Moment erinnern, in dem sich Jesus seines bevorstehenden Leidens bewusst wurde. In der Nähe der Kirche aller Nationen befindet sich das Grab der Jungfrau Maria. Im katholischen und im orthodoxen Christentum hat die Verehrung der Mutter Gottes eine große Bedeutung. Die heilige Tradition des östlichen Christentums lehrt, dass der heiligen Jungfrau Maria eine besondere Gnade zuteil wurde. Am dritten Tag nach ihrem Tod wurden Marias Seele und ihr Körper von ihrem göttlichen Sohn Jesus Christus in den Himmel aufgenommen. Auf dem Weg zur Grabeskirche kommen wir durch das armenische Viertel von Jerusalem. Die Armenier waren die ersten, die laut Überlieferung im Jahre 301 das Christentum zur Staatsreligion machten. Der Leidensweg Christi beginnt wenige hundert Meter hinter dem Löwentor, nördlich des Tempelbergs. Diesen Weg musste Jesus vor seiner Kreuzigung zurücklegen, wobei er auf einem Großteil der Strecke das Kreuz selber tragen musste. Daher ist die Strecke als Kreuzweg ausgestaltet. Auf
Oft begegnet man auf diesem Weg Pilgern, die den Kreuzgang nachempfinden. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. The grace to follow you unceasingly without regard for human respect. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross. Die Kirche befindet sich an der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu. Diese Kirchenanlage zählt zu den größten Heiligtümern des Christentums und bezieht den Ort des Grabes und den nahe beiliegenden Hügel Golgotha mit ein. Die Grabeskirche ist der Sitz des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem und des katholischen Erzpriesters der Basilika des Heiligen Grabes. An diesem Ort wurde Jesus in Anwesenheit seiner Mutter ans Kreuz geschlagen. Der griechische Altar erhebt sich über dem Kalvarienfelsen, über der Stelle, wo das Kreuz Jesu und die Kreuze der beiden Verbrecher standen. Jesus betete dort für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Stein der Salbung, auf den der Körper Jesu nach der Kreuzigung gelegt wurde, wird von allen Pilgern besonders verehrt. Die Stätte von Jesu Begräbnis und Auferstehung befindet sich in einer eigenen Kapelle und bildet das Zentrum der ganzen Grabeskirche.
Eine besondere Rolle für das Christentum spielt Indien, das als Mutterland aller Religionen gilt. Es gibt Berichte darüber, dass Jesus viele Jahre vor seinem Auftreten als Prediger in Indien gelebt hat. Dabei soll er viel Zeit mit indischen Heiligen und Mönchen verbracht haben. Später folgten in Indien die Thomaschristen den Lehren des Apostels Thomas, der das Land im Jahr 52 erreicht haben soll. Die Geschichte des Katholizismus in Indien begann vor etwa 500 Jahren mit der Missionierung durch die Portugiesen. Many of the modern influences in Indian society can be attributed to Christianity. Christian missionaries helped to found schools and colleges and thus influenced the spiritual life in India. During the English colonial era, the St. Mary's Cathedral was built, which is the oldest Christian church in Varanasi. Here, as everywhere else in the world, there are regular church services according to the Christian traditions. Jesus is well known in India as well. There are about 5 to 6 churches in every major city of India. People gather every Sunday in these churches. They sing songs, read verses from the Holy Bible. Children are taught about the life of Jesus through various stories and orientation programs. India is known not only for its rich culture and food, but it is also a country where all the major religions of the world coexist together, Christianity being one of them. Jesus Christ was a great Messiah of God. He came on earth to teach the eternal principles of truth. He was a divine incarnation on earth. He taught his followers how to pray. Jesus Christ said, "Pray to thy Father in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly." Prayer has to be a sincere offering from the heart, and there should not be any public display of our love for God. The Lord's Prayer is my favorite, and since I studied in convent school for some time, that's where I got acquainted with it. It's a beautiful prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory. Amen. Zu allen Zeiten haben gläubige Menschen versucht, eine direkte Beziehung zu Jesus aufzubauen. Die bekanntesten Zeugnisse solcher Erfahrungen haben uns große Heilige vermittelt.
Auch in der heutigen Zeit sehnen sich Gläubige und spirituelle Sucher nach unmittelbarer Erfahrung mit Jesus und seiner Liebe. Geführte Meditationen oder Visualisierungen können dabei helfen, mit Jesus in Verbindung zu treten. Es kommt beim Visualisieren nicht so sehr auf das Bild selbst an, sondern auf das Gefühl, welches man während der Visualisierung empfindet. At a certain point in that guided meditation, I was standing on a path and the voice from the tape said, well, now look, there is someone approaching you and see who it is. And that moment, for me, it was not, I mean, there was a path and I was having the feeling there is someone coming, but actually it was more like someone descending from heaven. And intuitively I knew this is Jesus, and he was like an angel. It was awe-inspiring for me. And I have to say, in that moment when I first saw him, he was so beautiful, and he had a very wonderful long blue robe, and the expression in his face was so humble and devout, and I actually couldn't resist following him, even though I was reluctant. And intuitively I had the message from him that he is a servant of God, and that it was God who sent him, that he shall guide me to a certain place. So I followed him. And he brought me to a place that was not on earth, it was somewhere in the heavens. And it was like a huge, infinite portal of light. I had never had an imagination or had never seen anything like that. And the moment I was standing in front of the portal of infinite light, I knew that this is my encounter with God. This is the beginning of my relationship with God. And at that moment, Jesus, again, he bowed to me and said, well, that was my job to bring you to that spot. And then he disappeared. So in this entire experience of me becoming a baby Christian to me becoming a minister, I've realized we're all supposed to believe in the same thing. You know, I've realized that we're all sons and daughters of God, no matter what culture we grew up in, no matter what religion we grew up in, you know, we're all his sons and daughters. And for us to truly come into that identity as sons and daughters, it takes a lot of prayer. It takes a lot of prayer, a lot of fasting. And it takes a lot of obedience that most people don't have. It takes a lot of obedience to really hear his voice, to really do what he tells us to do. Because at the end of the day, the church is only one aspect of the kingdom of God. When you really understand the kingdom and how the kingdom operates, you know, you're talking about a new world order. You know, you're talking about everyone being on the same page, no matter what government they grew up in, they grew up following, no matter what nation they grew up living in.
You know, imagine every single leader of every single nation believing in the same word of God. And that is truly what the kingdom of God is about. In Pacific Palisades bei Los Angeles befindet sich ein Weltfriedensdenkmal, der Lake Shrine. Dieser Platz gehört der Self-Realization Fellowship, einer weltweiten spirituellen Organisation, die 1920 von Paramahansa Yogananda gegründet wurde. Der Lake Shrine ist ein Ort der Kontemplation, der spirituellen Erneuerung und der Einheit aller Religionen. Neben den Darstellungen von Heiligen verschiedener Religionen befindet sich auch eine Statue von Jesus Christus auf dem Grundstück. Wird Jesus wiederkehren? Yogananda sagte, vom metaphysischen Standpunkt aus ist er bereits allgegenwärtig. Er lächelt euch durch jede Blume zu. Er fühlt seinen kosmischen Körper in jedem Teilchen des weiten Raumes. Jeder Hauch des Windes trägt euch den Atem Jesu zu. Durch seine Einheit mit dem göttlichen Christusbewusstsein ist er in allem, was lebt, inkarniert. I think the most important question for us all is to ask, how can we actually become like Christ? In terms of how can we ingest his message to a point that we can fully understand it. To me, the historical figure of Christ doesn't have the same interest or the same importance than rather the consciousness that he brought, and that is maybe as modern today as it has been 2,000 years ago. To me, the most exciting development these days is that we have methods more from the East, I would call them meditative methods, where we are able to experience higher levels of consciousness and to combine those methods with the message that Christ brought and try and understand him more from the inside rather than through his words is to me the most important thing in religion right now. His words have been grossly misunderstood and misinterpreted over centuries, and I think the biggest question and the biggest help for humanity these days would be to understand him more from the inside. And to this end, we actually need a very personal relationship with Christ, and one that we can attain through meditating on his message and meditating on the consciousness of him that is still here today.
Viele Menschen haben sich sicher einmal gefragt, was ging wirklich in der Seele Jesu vor? Wie hätte er das beschrieben oder in Worte gefasst, was ihm geschehen ist? Jesus verkörperte durch sein Leben und sein Vorbild Liebe und Vergebung in einer Art, wie man sie bis dahin noch nicht erlebt hatte. Jesus bestand und besteht nur aus Liebe und Freude. Er hatte selbst das Verstehen für alle seine Peiniger, die ihn aus Unwissenheit quälten und folterten. Er gab ihnen nichts als Liebe zurück. Es gibt sogar Aufzeichnungen aus dem Innenleben Jesu. Maria Cecilia Bai war von 1743 bis 1746 Benediktineräbtissin des Klosters San Pietro. Sie sah in Visionen das Leben Jesu und schrieb diese Offenbarungen in einem Buch auf, welches sie das Innenleben Jesu nannte. Bedeutende Päpste, Theologen und Kenner der mystischen Theologie stimmen darin überein, dass diese Offenbarungen in religiöser Hinsicht sehr wertvoll sind.
Then sings my soul.